I'm never gonna know what it feels like to be normal. I'm alone in this cold light, and I've been going up on the stars in the nighttime. I came back to the earth trying to get mine, but I'm still trying to get to where I gotta be. Hallo Leute und herzlich willkommen jetzt hier zum dritten Tag vom America Trip. Und ja, es geht jetzt mal hier los aus dem Auto, denn wir fahren jetzt raus aus LA Richtung Santa Barbara. Und ich kann mir unter diesem auch noch gar nichts vorstellen, aber ja, das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall, LA ist dann jetzt erstmal vorbei. Und was ich schon mal festhalten kann, dass diese Stadt sehr viele Kulturen auf jeden Fall beherbergt. Diese Märkte da, ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt gefilmt habe. Auf jeden Fall Little Tokyo hatten wir, Chinatown gab es auch noch und dann noch so ein kleines mexikanisches Viertel gefühlt. Und ja, das ist, fand ich doch schon sehr erstaunlich, weil ich mir eigentlich nur Hochhäuser und sowas darunter vorgestellt habe. Aber war auf jeden Fall interessant, das mal gesehen zu haben. Und jetzt geht es dann nach Santa Barbara und ja, da sehen wir uns dann auch gleich wieder. I'm never gonna know what it feels like to be normal. I'm alone in this cold light, and I've been going up on the stars in the night time. Trying to get mine, but I'm still trying to get to where I gotta be. And now I'm feeling so close to that little dream. It's killing me, so I'ma go escape it. I've been trapped in the mind of a boy in a spaceship. So, ich melde mich jetzt hier zurück, aber nicht aus Santa Barbara, sondern wir haben nämlich nochmal einen Zwischenstopp in Malibu gemacht. Ich wusste erst nicht mal, dass es überhaupt eine Stadt ist. Ich dachte, das wäre nur ein Vogel. Hier fahren laute Karren rum auf jeden Fall. Aber wir sind jetzt hier und es soll hier schöne Strände geben. Und auch schöne, also es sieht auf jeden Fall komplett anders aus. Es ist sehr bergig. Aber wir schauen mal, was man hier noch so finden kann. Auf jeden Fall schöne Strände und die werden wir suchen. Set free into the universe. My life and I is still doing work. And now I'm lost in a world of imaginary people. And I'm the only one they see through. So, wir sind jetzt hier am Strand in Malibu und hier kommt gerade eine riesige Welle, die mich jetzt auch ein bisschen unter Wasser setzen könnte, aber ist gut. Ich habe schon auf jeden Fall genug abbekommen. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, aber ich bin komplett nass und das ist blöd, wenn man dann das Handy in der Hosentasche hat, aber auf jeden Fall ziemlich nice hier und ich sehe gerade diese riesen Brandung. Also ja, Wellen sind hier auf jeden Fall vorhanden, aber wir laufen jetzt erstmal nochmal weiter am Strand und schauen auch mal, ob wir irgendwas zu essen finden können. Weisheit fürs Leben, niemals barfuß über heißen Beton laufen. So, wir waren jetzt bei einem sehr hochklassigen Restaurant essen, bei Mc's. Und ja, jetzt frisch gestärkt geht's weiter nach Santa Barbara. I need to get home, I need to get home. Also ich muss ja ehrlich sagen, das sieht hier schon verdammt geil aus, hier die Landschaft. Wir sind hier auf dem Weg jetzt von Malibu nach Santa Barbara und das ist schon eine Landschaft, die sieht man nicht alle Tage auf jeden Fall. Also Gebirgslandschaft, Straße direkt hier wirklich am Hang und da hat man schon manchmal in der Kurve schon ein bisschen Angst, wenn das Auto rausfliegt, dann ist man weg. Aber es sieht schon ziemlich nice aus und auch ziemlich nice, dass es hier solche Punkte zum Anhalten gibt. Mal gucken, ob wir die noch öfter nutzen werden. Aber ja, ihr habt, denke ich, erstmal schon mal so ein paar Bilder davon gekriegt, wie das hier so aussieht. Und das ist ziemlich nice. Es wächst natürlich nicht allzu viel hier, weil es auch relativ warm ist. Wir haben so, glaube ich, momentan die 28 Grad oder so. Aber es sieht trotzdem schon verdammt geil aus. Und ja, wir schauen mal, ob wir uns dann demnächst wieder an so einem Punkt sehen oder wo auch immer. Auf jeden Fall, ich hoffe, man versteht mich, weil es etwas windig ist. Aber dann bis gleich. So, wir sind jetzt mittlerweile angekommen hier in Santa Barbara. Ich habe jetzt kurz nicht gefilmt, wir waren hier noch im Pool
Und jetzt gehen wir noch in die Stadt und schauen mal, was sich da noch so finden lässt. Denn es ist eigentlich schon wieder Zeit, dass man mal wieder was essen könnte. Aber ich zeige euch nochmal eben hier, wie das hier so aussieht. Ja, also ganz klassisch Motel, aber hier noch mit so kleinen Häusern nebendran. Also eigentlich ganz schick, aber wir bleiben eh nur eine Nacht. Denn morgen früh geht es dann schon direkt wieder weiter nach Monterey Bay, wenn mich nicht alles täuscht. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie die Stadt denn so aussieht. On the mission to find what I once said.